Es sind zwar erst drei Spiele gespielt, aber es läuft nicht so toll. Nein, es droht der Abstiegskampf, wenn sie nicht bald die Kurve kriegen. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Gute Aktion, gut geklärt. Nagatomo. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Fängt diesen Ball ab. Er lässt seine Gegenspieler einfach stehen. Sie kommen jetzt über außen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Kommt jetzt die Flanke? Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schöne Aktion. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und der Treffer hier vom Captain. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Da ist jetzt Platz. Da bekommt er Unterstützung. Und jetzt gibt's Ecke. Ecke kommt rein. Gute Flanke. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Guter Abschluss, aber vor allem auch sehr gut vorbereitet. Eine klasse Ecke. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da gewinnt er den Zweikampf. Einwurf, der Ball war draußen. Eckstoß also. Den Ball kann er klären. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Super Pass. Klasse Flanke. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Toller Pass. Kein guter Abschluss hier. Eckball. Die lassen sich teilweise schon viel Zeit, also da soll wohl die Uhr runtergespielt werden, aber irgendwie möglich. Das Unentschieden scheint ja auch für sie zu reichen und deshalb haben sie nicht mehr wirklich richtigen Drang, weiter und vor allem schnell nach vorne zu spielen.
jetzt könnte es gefährlich werden. Da fängt er die Flanke ab. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da ist der Ball weg. Ballverlust. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt die Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Jetzt haben sie den Ball. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Nagatomo. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Super Aktion, gut geklärt. Nagatomo. Und da ist der Ball wieder weg. Sehr guter Einsatz. Den muss er zum Torwart zurückspielen. There will be a minimum of 2 minutes. Fängt diesen Ball ab. Er gibt abseits. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Schöner Pass. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Und das ist der Ballverlust. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz.
geht er rein. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Da stand der Schiedsrichter nicht gut und fälschte den Ball ab. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Auf Außen ist Platz. Früh wird er jetzt gestört. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ein guter Doppelpass. Da passt er auf und kann klären. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Starkes Tackling hier. Schön geklärt. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ballverlust. Sehr guter Einsatz. Ganz geduldig machen Sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Da trennt er ihn vom Ball. Den klärt er toll. Stark vom Verteidiger. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Pass auf die Außenbahn. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Gutes Pressing jetzt. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Er hat den Ball. Könnte die Führung werden. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Nagatomo. Ja, guter Pass. Und jetzt haben sie den Spieler in den Lauf. Wichtig, dass er hier aufpasst. Das war die Chance auf die Entscheidung. Oder wäre es zumindest gewesen. Aber jetzt weiter hoch konzentriert. Ganz starke Leistung. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Chance zur Führung. Und drin. Jetzt sieht hier alles nach einem Sieg aus. Tja, erholen Sie sich nochmal davon. Also das wird schwer.
Jetzt müssen sie konzentriert bleiben. Ja, und dann gewinnen sie das Ding noch. 2-1, hier ist noch alles drin. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Gut reagiert, der weicht der Grätsche aus. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Schwacher. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Führt den Freistoß kurz aus. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Schiedsrichter.
Der Saisonstart verlief nicht nach ihrem Geschmack. Im Moment scheint es Richtung Abstieg zu gehen, aber noch ist alles möglich. Warten wir ab, was sie noch ausrichten können. Gibt Einwurf. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Wählt die kurze Variante. Lange Flanke jetzt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn Volley, ein klasse Tor. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Einwurf, der Ball war draußen. Müller. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Gute Aktion, da ist die Flanke. Starkes Tackling hier. Rudi. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da können sie erstmal klären. Super Pass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Pass. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Er wählt die schwierigste Variante und setzt zum Lupfer an. Der ist aber nicht hoch genug und dadurch einfach zu halten. Balotelli. Da wäre jetzt Platz. Sehr guter Einsatz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das könnte er versucht. Da kommt der Schuss. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. So, Ecke kommt. So, Situation bereinigt. Und jetzt, gute Möglichkeit zum Konter. Das könnte die Gelegenheit geben. Aguero. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da trennt er ihn vom Ball. Fatih. Und es gibt Abstoß. Und damit ist der Ball weg. Tolles Zuspiel. Fällt das Tor doch noch? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der war zu ungenau. Das war faul, da muss er Freistoß geben.
Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da kann er sich den Ball holen. Rudi. Und das ist der Ballverlust. Jetzt ist Platz für den Konter. Klasse Zuspiel. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Und er gibt Elfmeter. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt... Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Er zieht ab! Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Und jetzt haben sie den Ball. Elegant gelöst hier. Könnte gefährlich werden. Schöner Pass. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. ...2-1. Hier ist noch alles drin. Balotelli, Agüero, Rudi. Toller Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Jetzt ist der Gegner am Ball. Das wäre eine gute Chance gewesen. Balotelli. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Jetzt ist die Kugel weg. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. Durchgang 2 hat begonnen. Da passt er auf. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Klasse Pass. Da zieht er ab. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Einwurf jetzt.
Gut aufgepasst und abgefangen. Das gibt ihr Abstoß. Super dazwischen gegangen. Jetzt könnte der Pass kommen. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Gute Aktion. Da wäre Platz für klasse Zuspiel. Den spielt er steil. Weg ist der Ball. Jetzt schießt er an den Pfosten. Die Führung weiter ausbauen, das ist ihr Ziel, wäre gerade auch fast gelungen. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genau so musst du das machen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und weiterspielen, er hat den Vorteil entschieden. Klar. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Keine besonders gute Leistung vom Torhüter bisher. Nein, wirklich nicht. Und auch dieser Ball geht rein. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gutes Auge in dieses tolles Zuspiel. Da ist die Hereingabe. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie draus? Und da klingelt es im Kasten. Die Überzahl hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Überhaupt keine Frage, das haben Sie gut genutzt. Und jetzt liegen Sie noch deutlicher zurück und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig. Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Vielleicht könnte ihn der Trainer sogar erlösen. Da kann er sich den Ball holen. Er überzeugt heute als Passgeber. Das könnte gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Müller. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Da verlieren sie den Ball. Da entscheidet er auf Vorteil. Gelb hat er schon. Holt er sich die Gelb-Rote jetzt ab. Spielt den Ball kurz. Jetzt könnte er flanken. Und der Ball geht deutlich drüber. Die Möglichkeit. Geht er rein. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Und Bataille zeigt auf den Punkt. Strafstoß. Und damit nicht genug, Wolf. Der Spieler bekommt die gelbe Karte und es ist die zweite. Er muss runter. Gibt Einwurf. Bei den Gästen wird jetzt mit Abseitsfalle gearbeitet. Das erfordert gute Abstimmung in der Defensive. Sicherlich nicht. Schuss! Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Die kurze Variante jetzt. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Er versucht's. Gleich bringt er die Ecke rein. Und er schießt. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen.
Und er zeigt erneut auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Bitter für Sie, aber es scheint auch so, als hätten Sie aus der Szene vorhin nichts gelernt. Es gibt die Elfmeter. Und Geld noch dazu. Er hat ihn! Kein Tor! Riesig gemacht vom Keeper. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Gute Chance, klar, aber sie machen gar nichts aus diesem Elfmeter. Jetzt spielen die Gäste verstärkt auf Abseits. Mal sehen, ob die Verteidiger das konsequent umsetzen können. Gute Chance. Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Aber ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Und jetzt die Chance. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Kurze Ecke jetzt. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Oha, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon gelb gesehen. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Das war einfach. Und er hat den Ball. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Der war nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Die Chance jetzt, das macht er gut. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Da kommt der Versuch. Kein guter Freistoß. Ja, das können sie viel, viel besser. Bale. Und damit ist der Ball weg. Ja, guter Pass. Klasse gemacht. Gibt Einwurf. Das frühe Pressing jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Bale. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Schöne Flanke. Flanke bleibt hängen. Da passt er auf. Ball geklärt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Und das ist natürlich jetzt der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. 2 Siege in Folge.
Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ein guter Doppelpass. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Ja, setzt gut den Körper ein. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jetzt schießt er. Und Eckstoß. Macht ihn. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Sie kommen über den Flügel. El-Yunusi. Da kann er ihn stoppen. Toller Pass. Da lässt er den Gegner aussteigen. Ballverlust. Und er gibt Elfmeter. Da zeigt er auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. Gute Chance, klar, aber sie machen gar nichts aus diesem Elfmeter. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Den spielt er gut. Und jetzt der Schuss. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Das gibt jetzt Abstoß. Da kommt der Pass auf außen. El-Yunusi. Nagatomo. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Nagatomo. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Schön dazwischen gegangen. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Er nimmt ihm den Ball ab. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Und er pfeift. Abseits. Guter Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Eckstoß also. Die kurze Variante. Er zieht ab. Junge, war das knapp.
Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Nagatomo. Fängt diesen Ball ab. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Da kann er sich den Ball holen. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Es gibt Abstoß. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Yilmaz. Da ist jetzt Platz. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend. Da schießt er. So ist es halt manchmal. Da dominierst du das Spiel und dann fängst du dir doch so ein Tor ein. Der Rückstand jetzt. Ja, umso größer auf der anderen Seite natürlich der Jubel. Ein Tor wie aus heiterem Himmel. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten von Adizan. Super Aktion, tolle Technik. Wichtig, den Ball hat er sicher. Knappe Pausenführung. Durchgang 2 hat begonnen. El-Yunusi. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und weiterspielen, Herr Davor. Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie daraus machen? Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Einwurf jetzt. Ja, da müssen Sie aufpassen.
Damit hat keiner gerechnet. Der Außenseiter liegt vorne und so langsam ist der Sieg greifbar, Buschi. Ja, das Spiel ist fast vorbei, Wolf. Und dann sind eben auch die Analysen alle hinfällig, wenn man so leidenschaftlich agiert. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Boateng. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und da gibt er Freistoß. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt in der Anspielstation. Super dazwischen gegangen. Das könnte die Chance werden. Er lässt sich dann. Geht er rein. Ein Gewaltschuss, aber gehalten. Jetzt gibt es Eckball und damit eine gute Chance auf den Ausgleich. Jetzt kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Spielt er den Ball in den Strafraum. Fast Ecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie daraus machen. El-Younoussi. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Und er schießt. Sie liegen weiter zurück hier, können die Möglichkeit nicht nutzen. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Schöne Aktion. Schießt er ihn rein. Da, jetzt der Schuss. Der Torwart ist schon geschlagen, aber trotzdem nicht der Treffer. Was ist denn da schiefgelaufen? Den muss er ja machen. Er will den Ball. El-Younoussi. Einwurf. Gutes Technik. Die United-Fans geben alles, hoffen auf den späten Ausgleich. Klasse Pass jetzt. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Er zieht ab!
Nicht drin. Da ist der Winkel ganz spitz und dann trotzdem dieser klasse Ball. Das war natürlich knapp. Aluminium verhindert hier den Treffer. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Einwurf, der Ball war draußen. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt noch mal zittern. 5 Minuten sind es noch. Nagatomo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und jetzt der Schuss. Ein unfassbares Tor. Und ein weiteres Tor. Und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Ah, da ist der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Einer ist Pech dabei. Der hätte er fast gehabt. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nagatomo. El-Yunusi. Und da ist der Ball wieder weg. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Toller Pass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Fängt diesen Ball ab. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Zur Hälfte der Saison.